Hallo und herzlich willkommen zurück und ich habe nochmal ohne euch ein bisschen probiert, 10 Minütchen und dann habe ich es hingekriegt. Also es ist genau umgedreht. Jetzt hat es gerade gepiepst, von daher denke ich, geht es jetzt gleich auf. Und zwar ist hier Minus und ihr müsst dann hier Plus anlegen. Meiner Meinung nach hat das keinen Sinn gemacht, weil ich dachte halt, das hier ist der Empfänger, der nicht unter Strom steht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja auch so wie ein Batteriefach. Da legst du ja auch Plus auf Plus an, weil die Batterie der Pluspol hier ist. Und dann das, was den Strom will, will hier oben Plus haben und hier unten Minus haben. Und so dachte ich, ist das Prinzip. Aber nein, das Prinzip hier ist umgedreht. Du musst die Pole immer matchen, also Plus zu Minus. Das heißt, Minus ist hier, das heißt, hier musst du dann Plus hin. Und dann den grünen, der Minus hier hat, habe ich dann, der dann da hinten auf den grünen geht, habe ich dann auf Plus gedreht. Und dann genau das gleiche umgedreht, das heißt, hier muss dann Minus hin und dann der rote muss dann hier auf Minus und da hinten auf Plus. Und jetzt glaube ich, jetzt bei mir an der Tür geklopft, von daher sehen wir uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kona. So, jetzt haben wir ein bisschen was von der Aufnahme verloren, also kurze Zusammenfassung, was passiert ist. Und zwar 4K 60 FPS in der Qualität, wie ich gerade aufnehme, alter Schwede, da werden die Dateien schon extrem groß. Also eine Kona-Folge hat da 100 GB. Muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall ist mir jetzt die Platte vollgelaufen. Und dann konnte die eine Aufnahme nicht mehr abschließen. Da haben wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde verloren. Ihr merkt's ja, denn wir stehen hier ganz woanders. Also Rätsel hatten wir ja gelöst. Kurze Zusammenfassung. Dann habe ich den Schlüssel geholt. Dann sind wir mit dem Schlüssel zum Schneemobil, haben das Schneemobil in Gang gesetzt, haben das Schneemobil aber hinten beim Mechaniker wieder stehen lassen. Weil meiner Meinung nach brauchen wir das ja erst, wenn wir hier die Wanderung beginnen. Und ja, dann sind wir wieder ins Auto gestiegen und dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir noch zu den Hütten, wo ich ja noch zu Fuß die ablaufen wollte. Und dann hatten wir noch bei einer anderen Hütte angehalten, bei dem verrückten Kauz, aber da war eh nichts. Also von daher, glaube ich, war das alles. Also klingt überhaupt nicht spannend, wenn ich es zusammenfasse. Also war nicht viel, wie gesagt. Also das Highlight war, wir haben Schneemobil, sind 2 Meter mit dem Schneemobil gefahren. Aber wir werden ja mit dem Schneemobil nochmal fahren. Da habt ihr nichts verpasst. So, wir wärmen uns hier mal ganz kurz was auf. Und einen Schluck Wasser habe ich getrunken. Das waren so die Highlights. Mit dem Schluck aus dem... Das Wasser stellt unseren geistigen Gesundheitszustand wieder ein bisschen her. Oder verbessert den. So, ich wollte hier nochmal gucken, ob hier noch in der Pampa irgendwo Sachen liegen. Und das machen wir jetzt. Und zwar einmal hier in dem Haus. Und einmal eins weiter oben. Also hier ist meine. Hier ist anscheinend nichts. Players, Eiswand, Hütte. Okay, dann vielleicht. Dann schauen wir nochmal zum Doktor. Ich hätte gedacht, irgendwo wären zumindest noch Wolfsspuren gewesen. Und ich bin denen nicht nachgegangen. Ich ging eigentlich fest davon aus, dass die hier waren. Aber da habe ich mich, glaube ich, geirrt. Okay, Wir könnten auch eigentlich mal wieder zu dem Ding schauen, zu dem Schnapsbrenner. Ich könnte auch gleich nochmal ins Tagebuch schauen. Eventuell gibt uns das Tagebuch ja auch einen Tipp, wo der Schnaps liegt, den wir brauchen. So, jetzt will ich aber nur mal ganz kurz mit dem Auto davor fahren, weil da sind wir noch nie lang gefahren. Ich weiß, dass wir da zu Fuß schon waren. Da vorne ist die Straße, glaube ich, zu Ende. Aber ich glaube, abgefahren haben wir es halt noch nicht. So, genau, hier geht es nämlich nicht mehr weiter, ne? Genau. Genau, okay. Da hinten waren wir ja. Das haben wir alles gesehen. Da müssen wir später wieder lang, aber dann mit Schneemobil. Okay, gut, da wollte ich nur mal kurz langfahren. Dann würde ich sagen, Leute, dann lasst uns doch jetzt zum Ding fahren.
zum Doktor. Einfach nochmal dahin gucken und dann zum Schnapsbrenner. Jetzt schaue ich mal kurz ins Tagebuch vorher. Jetzt warte mal. Achso, können wir im Auto nicht. Okay, gut, dann machen wir das gleich. Dann fahren wir jetzt mal zum Doktor. Schauen wir jetzt nochmal beim Doktor. Bei den Holzfällern, glaube ich, hat man meiner Meinung nach alles gesehen. Und da sind wir auch durch den Schnee gestapft. Weil da sind wir ja dann zu der Eiswand gekommen am Ende. Ich meine, alles gesehen. Michael schafft es immer, irgendwas zu übersehen. Aber ich glaube, den Großteil haben wir da echt gesehen. Von daher, ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt dann rechts. So, also dann stopp. Na, so lang und dann hier lang, so. Und dann, ja, dann schauen wir da nochmal zu den anderen Hütten. Wenn nicht, wenn das jetzt keinen Erfolg erzielt, bin ich gerade ein bisschen fraglos, denn ich glaube, wir brauchen 100 pro, wir brauchen jetzt die Jacke. Also wir kommen in die Eishöhle, kommen wir nur mit der Jacke. Da hinten war noch eine Höhle, da kommen wir nur ran, wenn wir Dynamit haben. Wo es Dynamit gibt, keine Ahnung. Um durch die Eiswand durchzukommen, brauchen wir wahrscheinlich auch Dynamit. Meiner Meinung nach ist es echt das nächste große Ziel, die Jacke. Sonst wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt wählen wir uns nochmal kurz auf. Hatten wir hier nicht Licht angemacht? Hier war doch irgendwo ein Lichtschalter, oder? War hier nicht irgendwo ein Lichtschalter? Dun, 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 dun. Hier war ein Lichtschalter, ich bin mir sicher. Ich weiß, dass hier ein Lichtschalter war. Ach ja, hier so eine Lampe war hier, okay. Okay, gut, hinten raus, ne? Ich wollte mich nur nochmal hin, nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ah, okay, geht nicht auf. Dann hier, komm, raus. So, und dann schauen wir mal hinten raus, ob es hier vielleicht irgendwo noch weitergeht. Irgendwo ging es weiter, ich weiß das. Okay, ja, hier sind ein paar Holzspuren. Naja, lass da einfach mal hier lang gucken. So, hier geht's schon wieder auf die Straße, okay. Dann schauen wir nochmal hier lang. Hier sind Holzspuren. Die verlieren sich aber hier so ein bisschen, oder? Jetzt rennen wir hier immer noch ein bisschen lang. Seht da irgendwas? Die Fernsicht ist eigentlich ganz cool in dem Spiel. Man sieht eigentlich immer relativ weit, ob da noch was ist. Guck mal, hier unten ist was. Ist da irgendwas zum Looten? Nee. Ich höre auch irgendwas. Leuchtkugel, da. Hat sich doch schon fast gelohnt. Oh, 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 okay, nicht in das Wasser rein. Das Wasser ist logischerweise relativ kalt. So, schauen wir dann nochmal hier lang. Hier wäre jetzt das Schneemobil rechter. Wir können halt, okay, da war ich schon, das weiß ich. Aber wir können halt nicht immer das Schneemobil und das Auto mitnehmen. Das wäre praktisch, wenn das Schneemobil aufs... Ja, hier war ich schon mal. Da wart ihr, glaube ich, nicht dabei. Das war dieser eine Hänger, von dem ich erzählt habe. Nur die Kiste kriege ich nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Die ist genau außer Reichweite. Okay, gehen wir wieder zurück. Es wäre natürlich geil, wenn du das Schneemobil hinten auf den Hänger drauf fahren könntest. Naja. Okay. Was machen wir denn jetzt? Jetzt zum nächsten Haus, oder? Ich bin gerade ein bisschen jetzt hören wir uns mal kurz auf. Jetzt schauen wir mal ins Notizbuch, Leute. Also. Mord, ein eisiges Geheimnis, etc. Mhm.
wollte mal gerade schauen, wo es mit dem Alkoholiker... Nein, nicht Alkoholiker, mit dem Säufer. Ob es da irgendeinen Hinweis noch gibt. Hier. Karibo. Passendes Fortbewegungsmittel haben wir. Waffen und Munition, ach guck mal, das ist noch nicht ausgestrichen. Nicht so wichtig, lieber zu vorsichtig. Ich brauche einen Makel, um einen Mantel unbedingt. Okay, Waffen und Munition, lieber zu vorsichtig. Und das mit der Eiswand ist anscheinend nicht so wichtig. Okay. Warum überspringt er das denn? Das verstehe ich nicht ganz. Eventuell, weil ich das noch nicht entdeckt habe. Keine Ahnung. Ach ja, und das sind die Fotos, die wir so geschossen haben. Das ist ja auch süß. Ach, guck mal, doch, den habe ich da. Da siehst du mal, den Pfeil habe ich fotografiert. Warum hat er denn den Pfeil da nicht da reingeklebt gehabt, den anderen? Ich finde das echt toll gemacht, dieses Tagebuch. Das Einzige, was mir nur gerade auffällt und was mich jetzt stört, ist, dass sich die Seite so kurz versetzt. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Die setzt sich so ganz kurz, ist die ein bisschen irgendwie zersetzt und dann setzt sie sich wieder zusammen, also versetzt. Naja. Das ist mir einmal aufgefallen, jetzt kann ich nicht mehr weggucken. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal zu dem Schnapsbrenner. Moment, ist vier vielleicht was? Hier hatte hier doch lauter Wein. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Nee, leider nicht. Schauen wir nochmal mit der Taschenlampe ran. Ja, dann, wir gehen jetzt nochmal zu dem Schnapsbrenner. Wo war denn der? Einfach, wir fahren jetzt nochmal ein bisschen hier die Hütten ab und schauen uns nochmal um. Munition haben wir anscheinend auch noch nicht genug, sonst würde das ja durchgestrichen sein. Oder ist in dem Gemischtwarenladen vielleicht das Zeug? Das kann natürlich auch sein. Ja, Fragen über Fragen. Was meint er, Leute? Gemischtwarenlagen oder der Schnapsbrenner ist da... Warte mal, wie kann man nochmal da ranzoomen? Geht nicht. Der Schnapsbrenner ist die nächste rechts oder links? Jetzt fahren wir nochmal zurück. Jetzt schauen wir mal kurz in Gemischtwarenladen. Wobei, auf der anderen Seite hätte man es dann nicht vielleicht schon direkt einsammeln können am Anfang. Ja, ich weiß nicht. Normal kannst du immer direkt alles einsammeln. Normalerweise ist es nicht so... In manchen anderen Spielen ist es ja manchmal so, dass du... Naja, dass du erst rausfinden musst, was du brauchst, bevor du den Gegenstand einsammeln kannst. Wisst ihr, was ich meine? Aber hier ist das normal meiner Meinung nach nicht so. Naja, schauen wir mal. So, hier lang. So, schauen wir doch einfach mal hier rein, dann sehen wir es schon. Okay, Licht können wir doch anmachen. Wir haben das... Naja, Power haben wir doch hergestellt. Ich glaube, den haben wir nur gerade hinten auf den... auf die Garage gesetzt gehabt. Also Main Storage aus. Garage an. So, jetzt wird es auch warm. Also, dann schauen wir mal. Eventuell ist hier noch was. Nicht auf die Leiche treten. Schnaps, wir brauchen Schnaps. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Okay, nee, hier ist nix. Ah, schauen wir hier hinten vielleicht noch. Ah, vielleicht da oben. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Na, da ist es doch. Sherry. Da. So, wir brauchen aber noch was anderes.
Das verschieben wir. Nein, du sollst es mal darüber schieben. Ach so, kommen wir da nicht mehr hoch. Ich dachte mir, okay, Sherry haben wir. So, sehr gut. Was brauchten wir denn sonst noch? Ich glaube, wir brauchten noch irgendwas anderes, ne? Was ist denn da eigentlich für Gewürze haben die da in der Schublade? Aha. Okay, ich hätte gedacht, da wäre noch ein anderer Schnaps da drüben. Seht ihr den? Aber eventuell, das ist auch alles das irgendwie das Gleiche. Ich glaube, die Leiter können wir nicht mehr verschieben. Ja, da bin ich nicht hochgestiegen. Ich habe die zwar darüber geschoben, aber ich bin nicht hochgestiegen. Ja, gut, dass wir hier nochmal her sind. Jetzt pass auf. Im Notizbus wird es doch vermerkt sein, oder? Was wir brauchen. Mord in Hamilton. Der Schnaps. Nee, der Schnaps steht, muss, das ist doch hier irgendwo wahrscheinlich im Tagebuch, oder? Wer lag in dem Grab? Naja, guck mal an. Eine Menschenjagd, das Blut, das geschändete Grab, das in der Arztpraxis behandelte, verwundete Opfer. All das führt zu einem Schluss, eine Menschenjagd. Eine junge Krähfrau zur falschen Zeit am falschen Ort, ein Plan, das alles geheim zu halten, fürchterlich. Okay. Ach so, die haben die Person ausgegraben, genau, hier steht nämlich ein offenes Grab und darin lag sicherlich kein Tier. Warum wurde die Person ausgegraben? Okay, da ist anscheinend, eine junge Frau ist anscheinend gestorben, wurde dann in so ein Grab gelegt und am Ende wieder ausgegraben, okay. Jetzt wollen wir mal schauen, steht hier nicht irgendwo? Hat er sich doch bestimmt dieses Rezept reingeklebt, das gibt's doch nicht. Hier fehlt auch noch was. Den Unfall haben wir vollständig. Hätte ich jetzt schwören können, dass der sich hier das Rezept auch reinklebt. Das wäre komisch. Warum hat er denn das nicht? Sonst hat er doch alles. Okay, gut. Dann gehen wir mal zu dem Schnapshändler und schauen wir nochmal. Ich hätte eigentlich gedacht, Moment, das Rezept habe ich eventuell, aber, ja, warte mal. Dokumente, Schatzkarten, also das ist doof gemacht. Also blöder kann man das ja wohl nicht mehr machen, das Interface, sorry, aber liebe Entwickler, schaut euch das mal an, was ist das denn? Hinweise, Karibo-Rezept, hier, das ist aber echt ein blödes Ratespiel. Sherry, Gewürze. Ach so, okay. Sherry und Gewürze. Hier sind Gewürze. Ich hätte gedacht, wir hätten noch einen anderen Schnaps gebraucht. Nee. Gewürze. Haben wir denn Gewürze schon? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Gewürze eingesammelt hätte, weil da hätte ich bestimmt irgendwas dazu gesagt. Von wegen, oh, Gewürze. Wir wollen hier nicht kochen. Ja, jetzt... Gewürze muss es doch hier geben. Hier ist doch alles voller Gewürze. Nimm halt irgendein Gewürz. Steht ja nicht drauf, welches. Halt irgendwelche Gewürze. Oh Mann. Ich bin mir aber jetzt irgendwie sicher, dass es die hier gibt. Oder haben wir Gewürze schon? Im Inventar habe ich jetzt gerade nachgeguckt, ne? Alt, was ist hier? Ahornsirup? Nee, Gewürze brauchen wir. Gewürze. So, nee, das sieht alles auch nicht aus wie Gewürze. Sherry haben wir. Jetzt schauen wir nochmal gerade ins Auto, ob wir da Gewürze haben. Entschuldigung, Hamilton, wir müssen hier gerade mal durch.
Gucken, ob der Hamilton Gewürze in der Tasche hat. Jetzt schauen wir mal gerade hier rein. Haben wir hier vielleicht Gewürze? Nehmen Steak, Flasche Bier. Mist, Gewürze. Oh. Also wenn nicht hier, wo sollen sie denn dann sein? Müssen doch hier sein, oder? Gewürze, Gewürze. Alter Schwede, ich hoffe, die sind hier. Wenn jetzt hier... Weil sonst können die ja überall sein. Irgendwo in einem Haus. Liegen irgendwo vielleicht in irgendeiner Schublade Gewürze. Ich überlege gerade, ob es irgendwo eine Köchin oder sowas gibt. Weil generell kochen tut ja jeder. Wisst ihr, was ich meine? Da ist Gewürze natürlich schon sehr, sehr unspezifisch. Dann ist halt die Frage... Weil sonst, oh Gott, wenn die hier nicht sind, ich wüsste halt. Oh Mann. Ich würde dann trotzdem mal zu dem Ding fahren. Zu dem Schnapsbrenner. Eventuell liegen ja die Gewürze bei dem rum. Und ich habe sie nicht gesehen. Sonst wüsste ich es jetzt nicht, Leute. Lass das nochmal machen. Letzte Amtshandlung für diese Folge. Bevor mir wieder die Festplatte vollläuft. Wir fahren jetzt zu dem Schnapsbrenner. Der war... Ich glaube, ich weiß, wo er ist. So ungefähr. Wir fahren zum Schnaps... Halt. Da also will ich nicht lang. Zum Schnapsbrenner. Und schau mal kurz da, ob wir da Gewürze finden. Wenn wir da keine Gewürze finden, keine Ahnung. Dann mache ich eh erstmal kreative Pause hier. Und dann muss ich mal drüber nachdenken, wo wir Gewürze finden. Ach Gott. Ich hoffe, die liegen bei dem Schnapsbrenner. Weil, wie gesagt, sonst, Gewürze können halt überall sein. Genau das gleiche wie der Benzinkanister. Die Sache ist halt, wo wir den Benzinkanister gesucht haben, hatten wir noch ein paar Häuser, die ich noch nicht besucht hatte. Und dann habe ich ja gesagt, hey, lass halt einfach erstmal die Häuser abklappern. Jetzt waren wir eigentlich meiner Meinung nach überall. Und da, wo wir noch nicht lang können... Gibt es eigentlich einen relativ guten Grund, warum wir da noch nicht lang können? Moment mal, jetzt bin ich gerade was verwirrt, wo was war. Kannst doch einfach auf die Karte gucken, Michael. Ich glaube, hier ist der alte Verrückte, ne? Ja, ja. Da kannst du direkt eine Kehrtwende machen. Wir brauchen dir deinen Schnaps, wir brauchen nur noch Gewürze. Von daher ist halt die Sache, ne? Das wird dann echt das lustige Sachensuchspiel. Wo war jetzt der Schnapsbrenner? Die nächste links, oder? Jetzt müsste es, glaube ich, gleich, glaube ich, geht's links. Vorsicht. So, hier ist das Eis. Da können wir noch nicht lang, das wissen wir. Hier fahren wir mal lang. Hier waren wir zumindest schon lange nicht mehr. Ich glaube, hier ist auch der Schnapsbrenner. Ja, ja, weil hinten kommt der Mechaniker. Der muss ja dann hier sein, sonst... Ja, ja, genau. So, ich hoffe, der hat Gewürze in der Bude, ey. So, wir schauen uns erstmal gerade da hinten um. Ich glaube, da hatte ich mich zwar schon umgeschaut, aber... Vielleicht finden wir hier noch Munition oder irgendwas. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Mitten ins Schwarze und hier schon durch die Dosen hat er auch durchgeschossen, der Kollege. If Carl had at any point wished to get his hands on some Caribou, he couldn't have wished for better than a distillery like this one. Ja, die Distillery haben wir, nur Gewürze braucht der Karl. Vielleicht liegen die hier irgendwo im Schnee.
Alter Schwede. Alter Schwede, hat's mich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Ich habe gerade so einen inneren Herzinfarkt gekriegt. Kennt ihr das, wenn man so innerlich erschreckt? Ich glaube, äußerlich habe ich mich null geregt, aber innerlich habe ich wirklich gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Weil ich das, der Zweig sah für eine Millisekunde so aus, als würde da einfach jemand ins Bild rennen. Ist da einfach so wie der Slenderman. Aus dem Nichts. Und das habe ich halt null erwartet. Und der Zweig sah halt auch einfach nur so aus, aber ich habe mich total erschreckt gerade. So. Oh. Alter Schwede. Okay, Mann, hier sind wir wieder. Sehr gut, Michael. Das kennen wir doch schon. Alter Schwede, weiß ich jetzt auch nicht warum. Aber ich so, oh Gott. Boah, das hat richtig wehgetan, so habe ich mich erschreckt. Kennt ihr das? Also wenn es wirklich so, als würde einem das Herz stehen bleiben. So hat sich das gerade angefühlt. Also echt total krass. Weiß ich auch nicht warum. So. Den Schocker muss ich mir jetzt eh erstmal holen. Vielleicht gibt es ja hier Gewürze. Auf dem Toilettenhaus. Na. Kollege, Gewürze. Okay, gut. Gut, dann gehen wir nochmal kurz in die Hütte. Schauen wir kurz da. Eventuell gibt es da noch einen kleinen Hinweis auf die Gewürze. So. Ich hoffe, ich habe es einfach hier irgendwo übersehen. Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. The man didn't own a turntable though, so there's that going for him. Nee, Gewürze, come on. Erbsen hat er hier. Thunfisch. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Ach, guck mal, ich hab genug. Wasser und Sherry. Ach, schau mal an. Hätte ich nicht noch Gewürze gebraucht? Anscheinend hat der Gewürze, waren anscheinend automatisch drin, oder? Das ist der... Der wird nicht gereinigt. Der wird nicht gereinigt hier, sein Braugefäß, und das gibt dann die nötige Würze. Okay, cool. Dann haben wir Gewürze gar nicht gebraucht. Sehr gut. Dann haben wir jetzt den Karibo gebraut. Dann beim nächsten Mal holen wir uns die Jacke und dann, glaube ich, geht's. Wir haben die Jacke, wir haben das Schneemobil. Dann, glaube ich, Munition hat er noch irgendwie markiert. Aber ich würde mich dann fast mal auf den Weg zum Hamilton machen. Das machen wir aber jetzt erst beim nächsten Mal. Jetzt machen wir erstmal Pause. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn es nicht gefallen hat, haut auf den Dislike-Button, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.